Ja, 11 Uhr ist richtig. Wohin gehst du? Wohin? Ich gehe mit mir von West nach Süd. Du weißt, welches Lied das ist? Das ist auch von Rammstein. Mein Land. Mhm. Mein Land. Das Nazi-Lied. Wie es gerne deklariert wird, obwohl es überhaupt nicht wirklich nationalsozialistischen Hintergrund hat. Und auch überhaupt nicht so gedacht ist, aber egal. Servus, Skate! Ich glaube, du musst dich erstmal freiballern da gleich, das wird nämlich von Kanonen geschützt. Kanonen! Ich kann das doch gar nicht! Die Hallo. Bewegen sich wenigstens nicht. Aber ich bewege mich. Du musst den Bombenknopf drücken zum Feuern. Nein! Du bist im Kreuzfeuer. Ich bin im Kreuzfeuer. Aua, Arschloch. Ich will ein bisschen fahren. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ach Mann, halt die Klappe, Opa. Das ist sinnlos. Wer hat das Ding überhaupt kaputt gemacht? Hätte man das nicht ganz lassen können? Hey, du hast einmal getroffen. Super. Muss da rein. Genau da, wo das Ding drin steht. Das wird dann nicht wegfahren. Weil ich weiß. Schieß! Schieß! Du musst L drücken. Ey! Ey! Erwischt? Ich weiß es nicht. Das ist einmal auf jeden Fall getroffen. Das andere Ding hast du schon zweimal getroffen. Den hast du auch schon einmal getroffen. Schieß! Dort! Der ist doch genau vor dir! Jawoll! Hat funktioniert! Geil. Aua. Pass auf, die Bordgeschütze da. Schießen auch gleich. Nein! Gibt es so einen Überspringknopf? Nee. What the fuck tust du da? Das hat sich komisch angefühlt. Piss dich. Lass mich an Bord. Das ist mein Schiff. Nein! Oh Gott! Ah! Nein! Ich will den Wind drehen. Ich will den Wind drehen. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Mir ist voll Karo rein. Ganz schnell, ganz schnell. Oh shit, oh shit, oh shit! Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Auf so einem Altar. Wenn wir schon die Kugel kaputt machen, es geht Money, Money, Money. Des Treurus, Krüges. Das sieht aus wie dieses Portal aus Skyward Sword. Weißt du? Oder dann in der Zeit zurückreist. Mhm. Zurück, voran? Voran, zurück? Zurück. 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 Zurück! Bitte jetzt einmal die Wind-Dings spielen auf dem blauen Kreis. Achso, ich dachte auf dem anderen. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Deswegen hat das so ein Wind-Symbol damit. Du weißt, du musst dieses Lied spielen. Mit dem Wind Waker. Weißt du, das fällt auch überhaupt nicht auf, so wie das da drin aufgebaut ist, gell? Dass da. Ja, aber keiner kann das aktivieren. Ja, natürlich nicht, aber. Ich frag mich, wer diese Karten angefertigt hat. Ja, wie wär's denn mit der das Triforce zerstört hat und die Teile versteckt hat? Aber wer war das? Das ist doch einfach zerbrochen und einfach so. Das ergibt nicht so wirklich Sinn alles. Du wärst eigentlich voll drüber gesprungen. Hier drin ist kein Wind. Warum bewegt sich dann das Segel? Ja, weil du hast das doch so rausgeholt und dann wackelt das noch ein bisschen hinterher. Jetzt mach's weg! Es müsste eigentlich in sich zusammenfallen. Es ist ja gespannt. Ja, aber so stark kann das nicht gespannt sein, dass es ein bisschen dass es überhaupt nicht einknickt. Ich meine, sonst. Ja gut. Ach Quatsch. Da
Dann ab nach Osten. Wie überrascht er jedes Mal guckt, er müsste doch jetzt eigentlich gecheckt haben, dass das so funktioniert. Also, guck mal, wie weit du fahren musst. Nein, das ist nicht. Und dann Karten und dann da. Ja, und dann da drauf. Nein. Das war die falsche Karte. Die Wahnsinnskarte brauchst du. Warte, ja. Einwälder, okay. Ich sage, nehme ich die noch mit und dann lassen wir erstmal entschlüsseln. Ja, da ist doch die Insel. Ich bin ja wieder dran. Jo, bitte schön. Also ich meine, die nächste ist dann das Haus, was wir jetzt gekriegt haben mit der Urkunde da. Da gibt es einen Trick, den ich gerne machen möchte. Okay. Dann kannst du ja gleich die ganze andere Seite machen. Okay, was geht hier ab? Da ist eine Krabbe. Da ist noch eine Krabbe. Sie hat Angst vor dir. Hat ein bisschen was von den Osterinseln. Diesem Kopf. Ach so, das ist so ein Ding. Zu viel Räume queeren, da kannst du einen. Jetzt rum. Das haben die ein paar Mal eingefügt. So, sowas. Okay. Das Copy-Paste-mäßig. Feuer! 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 Ja, hier schnippelt zu. Sogar schon. Hey, ich hab ihn getroffen! Hey. What the fuck? Oh Gott, ey. Mal aufgespießt. Ich wusste es. Oh je. Mann, ich bin doch so geil ausgewiesen. Die Lampe ist an. So, Last Room. Das ist schön. Nee, doch nicht Last Room. Doch. Da? Oh, mach die krasse Wirbelattacke. Oder nicht? Ja, warte. Komm ich dazu. Ja, die Befürchtung hatte ich schon. Dann nochmal. Ich glaube, wie stark das Schwert einfach mal ist jetzt. Mhm.
Oh ja, ja, ja. Huch. Jo. Nein! Weil er das Schwert nicht gezogen hatte. Ja, ich wollte schnell das Ding im Schnitt sehen. Ich find's cool, wie das Schwert leuchtet. Mhm. Es leuchtet ja orange, wenn du diese Suppe getrunken hast. Weil es dann doppelten Schaden macht, solange du keinen Treffer kassierst. Was für eine Suppe? Die von Oma. Echt? Ja. Die füllt ja alles auf, ne? Ja. Und du kannst zwei Hopfen trinken. Und du kriegst doppelten Schaden. Also, machst doppelten Schaden. Ja, solange du keinen Treffer kassierst. Heftig. Kann man voll gut nutzen. Wenn man aufpasst, dass man nicht getroffen wird. Ja. Das hier war das Richtige? Nein. Das ist der Ausgang. Da wollen wir nicht hin. Ah, da ist ein Sonnensymbol drüber. Naja, Sonnensymbol. Ja, das Symbol halt, ne? Ist eigentlich ganz gut, dass sie da auch mal so viel Geld bereitstellen. Mhm. Kostet aber auch so einmal ein Schlüssel auch so bis zwischen 500 und 700 Rubinen, oder? Circa. Nee, 300 irgendwas. 300 irgendwas mit 70, das glaube ich. Das Ganze mal 8. Nee. Da würden wir aber, da würden wir aber nicht auf über 5000 kommen. Hm. Gut. Ja, wir werden es gleich sehen. Okay. Wir werden nicht mal mit 500 Rubinen mal 8 auf, oder? Was, doch. Wie teuer waren das denn? Wir werden es gleich sehen. Nicht mal mit 500 Rubinen würden wir auf 5000, über 5000 kommen. Buchholz ist eine feste Hand von Team Rot. Bitte? Buchholz ist eine feste Hand von Team Rot. Ach, das hat bei mir jetzt die Nachrichten nachgeladen. Ja, bei mir hat es nämlich auch eben einmal vibriert und dann... Was für ein weißer Tingel. What the fuck? Warum ist der weiß? 398, okay. Ich sperre gerade so die Sicht.
Ein Herbitag. Jetzt bin ich verschluckt. Ein Tabihack. Du Mist Vieh. Komm her. Das hat der Chris erzählt, dass ein Zapdos so mit seinem Bildschirm geflogen ist. Was? Ja, mach aus. Ich will das Ding fangen. Voll geil. Ja, mein Habitag. Felix fragt, welches Team du bist. Ich bin Team Blau. Kann man sich das aussuchen oder ist das zu viel? Du kannst es dir aussuchen, wenn du Level 5 bist. Team Gelb, Blau oder Rot. Also nee. Ah, okay. Ne? First Gen Pokémon Edition. So, keine weiteren Karten, auch kein Geld mehr. Obwohl, ich sehe tatsächlich gerade mehr. Ich sehe da 1, 2. Ua dran. 3 Team Blau und 2 Team Rot Arenen, sehe ich gerade. Wo müssen wir hin? Nimm mal die ganz außen. Also die? Ja, okay, nimm die, mach die. Die ba, die ba, du. Hast du jetzt nur eine Karte entschlüsselt, oder was? Nee, ich hab 3 entschlüsselt. Ich sehe hier nur eine. Ja, wir haben die nur nicht aufgemacht, muss A drücken. Ach so. Okay. Sieht aus wie ein Fragezeichen. Wahnsinnskarte. Kann ich eigentlich auch gerade noch einen Triforce-Splitter einsammeln? Wenn du möchtest, kannst du das tun. Den direkt daneben, oder was? Ja. Dann. Wie war das Lied? Mal sehen, ob ich es hinkriege. Nein. Hat's gestimmt? Ja, voll geil. Die Arenen funktionieren dann so, dass du dich da quasi registrierst und dann kann jemand gegen dein Team antreten, wenn er da ist, oder wie? Ja, du musst halt da hinlaufen, ne? Ja, aber ich meine, ihr müsst nicht beide gleichzeitig da sein, oder wie? Das weiß ich nicht. Soweit ich weiß, kann man irgendwo in der Arena sein Pokémon platzieren. Achso, und die anderen müssen irgendwie los. Okay. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung, so ganz weiß genau. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich von dem Kampfsystem halten soll. Ja, ich habe noch überhaupt gar kein Kampfsystem bemerkt. Hä? Ah? Irgendwie automatisch sein. Was? Okay, wir sollen mal runter. Ja, aber ich bin in Sendung. Für eine kleine Werbepause. Lass mal laufen. Weil es eben nicht bestromt wird. Ich dachte, es wird bestromt. Wieso sind die? Hä? Mein Fehler, wird doch nicht bestromt. Leer oder was? Nö, Akkuladestation war nicht drin. Jo, ist drin. Jo. Gelesen? Naja. Ich nehme blau, das passt zu meinen Klamotten. So, Wüppchen. Typisch Frau. Dann komm mal wieder her. Wir machen jetzt auf dem Weg nach Norden. Cool, fahren wir nach Hamburg? Wir fahren. Nee. Nee. Sehe ich gar nicht ein, du. Warum machst du ein Foto? Was soll das? Und los geht's! Hallo Terry! Los geht's!
Felix ist rot. Felix ist rot. Wo ist Peter? War Chris nicht auch Team Rot? Oh, keine Ahnung, jetzt fragst du mich was. Welche Triforce-Karte ist denn das? Wenn man das wüsste, gell? Hm. Dann nehme ich auch blau. Nicht irgendwann anfangen. Du, ich sag's dir so, Rot hat so übernommen, aber richtig viele Arenen, egal wo ich bisher war. Den müssen wir mal kämpfen. Zurückholen. Lalalala. Dieses nicht. Das weiß ich. Weil das die Ichthusk ist. Dann kannst du ja einer von den zwei sein. Ich glaube die. Ja? Da muss ich aber noch ein bisschen weiter nach oben. Weil siehst du diese Felsen da? Ja. Das sind nämlich so einzelne Punkte. Ja, da ist irgendwas. Genau, das wird's sein. Ist noch nicht richtig genug dran. Nein, das ist schon die. Ach so. Oh Gott, das ist ein Ding jetzt. Da, der Lichtstrahl. Da musst du hin. Knall den Vogel ab! Oh, dieser dumme Vogel. Ja! Danke, Jungs. Jetzt stirb! Jupp. So. Nietzsche. Dann wäre das ja jetzt auch gemacht. Da kannst du dann auch von den Loot aufheben. Richtig. Das war soweit der Plan. Dann gucke ich gleich mal auf die Triforce-Karte. Der hat nichts gedroppt. Man hört gar nicht dieses Geräusch. Ach so, stimmt ja. Und der hat auch nicht so einen Kranz drumherum.